Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier am DEUTZ Fahrstand auf der Agritechnica 2023. Mein Name ist Christian Hirle und ich freue mich sehr, heute auf unserem Stand die Anni Handelmann begrüßen zu dürfen. Anni Handelmann ist eine bekannte Influencerin im Landwirtschaftsbereich hier in Deutschland. Sie teilt Inhalte vom Schlepperfahren, sie teilt natürlich aber auch Inhalte von ihrem Leben. Ihre treuen Follower kennen sie natürlich. Aber Anni, ich würde sagen, stell dich doch mal für die breite Masse hier einmal vor. Wo kommst du her und was machst du alles? Ja, ich bin Anni, 29 Jahre alt, komme vom Betrieb aus Braunschweig. Da haben meine Eltern auch immer noch ihren Betrieb. Ich bin aber selber nach Cuxhaven hochgezogen, habe mir da einen Resthof gekauft und habe da jetzt ein paar Rinder, weil mir Pferdeleute da ein bisschen zu stressig gewesen wären. Arbeite beim Lohnunternehmen und teile jetzt auf meiner Seite halt eben, was ich da so mache, sowohl im Unternehmen als auch zu Hause auf dem Betrieb. Ja, ich denke, man hört schon raus, die Anni, die macht nicht nur Fotos und positioniert die auf Instagram, sondern sie kommt wirklich aus der Landwirtschaft und sie kennt sich einfach auch wirklich aus. Und deswegen haben wir uns natürlich auch gefreut, dass du dieses Jahr einmal einen Schlepper von uns ausprobiert hast, einen 7250 zur diesjährigen Maisernte. Ich glaube, um die 50 Stunden warst du damit unterwegs. Erzähl doch mal, was hat dir gefallen an der Maschine? Was sind deine ersten Eindrücke? Du hast nämlich, glaube ich, nicht wirklich viele Erfahrungen davor mit DEUTZ Fahr gesammelt. Nee, genau. Ich habe vielleicht vorher mal 1-2 Stunden irgendwie DEUTZ gefahren und ja, für mich war das immer eine relativ bunte Kiste von oben, aber sonst kannte man immer nur das Gerede, die Karre kann nichts, die Karre kann nur vorwärts, rückwärts fahren. Aber da muss ich jetzt sagen, hat sich mein Blick so ein bisschen geändert. Also ich hatte viele Gespräche von wegen, Mensch, bei einer anderen Marke kann man aber die Ölmenge einstellen, das kann doch ein DEUTZ nicht. Aber ich glaube, ich nach dem ganzen Durchklicken musste ich feststellen, ganz viel weniger als andere Marken kann der nicht. Es ist nur vielen einfach nicht bewusst. Also ich würde den auch durchaus nochmal in anderen Bereichen gerne testen. Also ich denke, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, ja, dass dir die Maschine gefallen hat. Gerade die Serie 7 haben wir 2020 oder 2021 vorgestellt. Es haben mir ganz, ganz viele neue Punkte damit eingeflossen. Da wurden viele Sachen überarbeitet, wie neue Hinterachse, Getriebe. Auch in der Kabine wurden viele Sachen überarbeitet. Und mit unserer neuen Serie 6160, 6180 führen wir auch genau diese neue Generation mit ein und auch den Schritt, den wir seit 3 bis 4 Jahren auch bei DEUTZ Fahr durchführen, eben weiter. Ja? Zum Beispiel hat sich bei der neuen Serie 6 im Vergleich zu den Vorgängermodellen eben viel verändert. Wir haben eine andere Motorsoftware, wir haben deutlich längere Motorölwechselintervalle, neue Vorderachse, neuer Tank, neues Getriebe, also Punkt, Punkt, das sind ganz, ganz viele Sachen, die wir da angepasst haben, damit wir einfach auch wieder ganz, ganz neue Modelle mit den aktuell geforderten Features haben. Auch in der Kabine sind ein paar Sachen verändert worden. Du als Praktikerin, was ist für dich wichtig? Was muss so eine neue Kabine heutzutage auf dem Schlepper alles bieten? Natürlich müssen wir große Fenster und so weiter, das wissen wir alles, aber es gibt da ein paar so Komfortfeatures, die einfach wichtig sind in so einem Schlepper. Und was fällt dir da denn ein zum Beispiel? Ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass man irgendwie aufsteigt und sich zu Hause fühlt, weil es ist einfach das Wohnzimmer, da halte ich mich mehr drauf auf als auf dem Sofa. Die Kabine muss geräumig sein und ansonsten muss ich alles einfach gut erreichen können mit der Hand und alles auch individuell für mich einstellen können. Also, dass ich auf dem Joystick irgendwie meine Tasten frei belegen kann, weil ich sage, ich komme da mit dem Finger besser hin, wenn ich das Steuergerät bediene oder sowas halt eben. Und mittlerweile auch einfach, es nutzt jeder irgendwie Software wie Agrarmonitor, ich muss mein iPad laden können. Genau, es sind heutzutage nicht mehr so Hauptpunkte wie Klimaanlage und so weiter, von dem geht man eigentlich aus, das muss ein Schlepper heutzutage einfach haben. Es geht hier wirklich so um Kleinigkeiten, wie du zum Beispiel gesagt hast, wir haben jetzt bei der neuen Serie 6 auch 2 neue USB-Steckdosen mit wirklich guter Ladeleistung eingeführt, eine Kühlbox ist mit dazugekommen, Handyhalter, Tablethalter, es sind so Sachen dazugekommen wie neues Spiegelpaket, belüfteter Sitz, also wirklich lauter Komfortfeatures, weil die Hardware an sich war ja schon bei der Vorgängermaschine so auch am Markt anerkannt. Genau, also da auch der Punkt frei belegbare Tasten. Auch hier sind jetzt neu 3 frei belegbare Tasten beim TTV mit dazugekommen. Und in Sachen Isobus haben wir ja schon 19 frei belegbare Tasten gehabt. Also da waren wir eigentlich schon gut aufgestellt. Die Leistungsklasse von der neuen Generation 6, 160 bis 190 PS, ist, das weißt du selber, ist eine der wichtigsten Leistungsklassen, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Was ist für dich wichtig? Was muss so ein Schlepper können mit 160 bis 190 PS und vor allem, für wen ist so ein Schlepper eigentlich interessant?
da würde ich sagen, dass ein Trecker in der Leistungsklasse einfach alles können muss. Das ist ja doch irgendwie der Allrounder. Für viele ist es auch der Hauptschlepper, aber auch dann muss er alles können. Und ansonsten, wenn es denn der Haus- und Hofschlepper ist, mit Frontlader vernünftig umgehen können, filigrane Arbeiten machen, irgendwo eine Pflegearbeit ist der tätig, von einem Grubber genauso. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Arbeit man damit nicht machen kann, muss. Genau, das ist wirklich eine Klasse, sagen wir mal von 160 bis hoch zu 230 PS. Das ist eine Klasse, die passt eigentlich auf fast jeden Betrieb. Ja? Wie du schon gesagt hast, für den einen als Allrounder, für den anderen als Hauptmaschine. Und genau deswegen müssen die auch einfach vielseitig sein. Ja? Das heißt, wir müssen da ordentlich Zuladung haben. Also Hammer, 13,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Wir reden von einer Zuladung von ca. 5 Tonnen. Passt absolut in diese Welt. 190 PS maximal, stufenloser Antrieb. Auch der Anteil wird immer größer in dieser Klasse, weil man auch einfach viel für Pflegearbeiten einsetzt. 9 Tonnen, über 9,7 Tonnen Hubkraft, 60 Liter entnehmbare Ölmenge. Also wirklich Features, wodurch man große Mulden bedienen können, aber trotzdem nur eine leichte, kompakte Maschine haben, die man in der Pflege einsetzen. Genau, und an der Stelle finde ich auch immer nochmal, viele wollen mechanische Steuergeräte nochmal haben. Also da finde ich, ist für mich so ein Deutz auch immer, ich kann den auch einfach ausstatten. Ich muss nicht volle Hütte kaufen, sondern ich kann mir den auch noch relativ einfach ausstatten. Ne? Genau, da hast du recht. Und genau dieser Punkt wurde eben auch bei der neuen Serie 6 jetzt mit eingeführt. Wir können, wie wir es hier zur linken Seite sehen, diese Maschine mit gemischten Steuergeräten konfigurieren. Also zwei elektrische, zwei mechanische Steuergeräte hinten plus zwei elektrische in der Front. Zum Muldefahren zum Beispiel reicht es. Ja, da brauchen wir nicht mehr, aber wenn wir in den professionellen Einsatz dann gehen, dann suchen wir uns eben die MaxiVision Pro Kabine, wo alles elektrisch bedienbar ist. Ja, meine Damen und Herren, dann bedanke ich mich bei dir, Anni, dass du heute die Zeit genommen hast, hier bei uns am Stand vorbeizuschauen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, dass Sie sich mit der Anni einmal austauschen, dass Sie auch ein Foto machen können, wenn Sie wollen, dass Sie einfach auch ein bisschen Smalltalk halten können. Was passiert denn in der Landwirtschaft oder was ist auch deine Einschätzung, was so in den nächsten Jahren passiert? Deshalb bedanke ich mich jetzt bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt auf dieser Messe.